Hektik, Betriebsamkeit, neugierige Blicke. Der Kaiser selbst hat soeben das Gebäude betreten. Nur er hat die Weisheit, die wir brauchen, um Licht ins Dunkel der bevorstehenden WM zu bringen. Aber hat ein Kaiser trotz Einhaltung seines Protokolls überhaupt Zeit, selbst ins Stadion zu gehen? Bei jedem Spiel kann ich nicht dabei sein, weil teilweise auch zeitgleich gespielt werden. Ich dachte, der Kaiser kann es. Aber die wichtigsten schauen wir natürlich an, meistens dann vor Ort, wie jetzt am Samstag in Madrid. Oder ich bin natürlich auch bei der Weltmeisterschaft dabei, um als Fan auch, klar, ich bin ja Träger des Goldenen Sterns, des vierten Sterns, der hoffentlich kommen wird. Platz auf den Trikot gibt es noch, drei sind ja im Moment drauf. Das bedeutet drei gewonnene Weltmeisterschaften, also warum nicht eine vierte? Das würde, glaube ich, ganz gut in unsere Erfolgsgeschichte, in die deutsche Erfolgsgeschichte im Fußball passen. Halt mal die Daumen, und je größer die Fangemeinde ist, umso, sage ich einmal, sind die Spieler motivierter, um auch tatsächlich die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ein Satz ins Mikrofon hier, eine Unterschrift da, noch schnell ein Foto. Trotzdem müssen wir fragen, wie schätzt die kaiserliche Hoheit eigentlich unsere Chancen ein? Können wir die Weltmeisterschaft gewinnen? Ich sehe jetzt, außer Spanien vielleicht und Brasilien, mit den Brasilianern musst du immer rechnen, sehe ich jetzt keine Mannschaft, die man nicht schlagen kann. Man kann auch Spanien schlagen in 90 Minuten oder Brasilien, also man kann alles. Und die anderen, die ich so als zum Mitfavoritenkreis zähle, wie vielleicht England, Italien, ja, und Neuland oder wissen wir nicht, was machen die Afrikaner, die natürlich in ihrem eigenen Kontinent auch mal zu Ehren kommen wollen, zumindest das Halbfinale zu erreichen. Also es wird sicherlich nicht einfach, aber es ist machbar. Im Kader stehen sieben Spieler des FC Bayern. Würden Sie mit einem Bayern-Block spielen? Das war noch nie verkehrt, oder? Ich kann mich erinnern, 1972 bei der Europameisterschaft waren es sechs, 1974 bei der Weltmeisterschaft waren es sechs, die gespielt haben, dabei waren mehr. Also auf den Bayern-Block zu setzen, ist keine Schande und auch eine Möglichkeit. Ich glaube sogar, dass es sich anbieten wird, denn Ballack ist nicht dabei. Also da wirklich dann eine Einheit zu haben, sprich einen Block zu haben, und in dem Fall bietet sich der Bayern-Block an. Also ich denke, ich könnte mir das vorstellen. Vielen Dank, Majestät, dass Sie uns beehrt haben. Wir werden lange davon zehren und freuen uns natürlich auf zukünftige Staatsbesuche dieser Art. Doch eine profane Frage darf am Ende bitte noch erlaubt sein. Haben Sie so eine Vuvuzela daheim, so eine Fantröte, die jetzt jeder hat? Ich habe sogar drei daheim. Ja. Ich habe das damals letztes Jahr vom Confederation Cup habe ich welche mitgenommen. Und mein Sohn, Joel, der spielt der Trompete, der hat es natürlich sofort in den Mund genommen und auch die notwendigen Töne rausbekommen. Dankeschön, Franz Beckenbauer. Bitteschön. Super, Dankeschön. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio. Münchens.